Moin Leute, das sind die Highlights der Folge 2 aus The Falcon and the Winter Soldier. Let's go! Wie ich das auch schon im letzten Video gesagt hatte, haben wir eine Background-Story zu John F. Walker bekommen, den neuen Captain America, der jetzt eingeführt wurde. Aber er hat natürlich keine Superkräfte, war schnell, ist sehr intelligent und hat natürlich Courage wie Captain America und will den auch natürlich gerecht werden. So ein bisschen arrogant kommt jetzt ein bisschen rüber. Dazu haben wir seinen Sidekick, Battlestar. Mal, Hub Huskins ist natürlich jetzt auch eingeführt worden, ist einfach eine Referenz zu den Comics. Genauso ist es hier auch passiert. Dann sehen wir natürlich den neuen Suit von Falcon. Er hat hier Red Wing und natürlich ist das auch wie in den Comics. Er kann telepathisch mit diesem Red Wing kommunizieren, aber er kann nicht mit Vögeln kommunizieren. Und da passiert es nämlich. Die Flag Smashers, angeführt von Carly Morgenthau, eine Referenz zu Carl Morgenthau aus den Comics. Eine Welt, alle geeint. Und man kann aber sagen, sie haben wahrscheinlich vom Power Broker das Superhelden-Serum gestohlen und darum haben sie alle Superheldenkräfte. Und wer darf natürlich nicht fehlen? Baron Zemo. Der steckt nämlich im Knast in Berlin. Und den